Das ist ja mein Kinderwagen. Das ist ja meine Kommode. Guck mal, hier ist so ein Ding für einen Rollator, glaube ich, so ein Regenschirm. Oh, der ist selbst gebrannt. Die Horrorpuppe. In diesem Sinne, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo gelandet und hier gibt es ein zugewachsenes Wohnhaus. Ich würde sagen, ich schaue mir das mal an. Es geht los. Was ist das denn? Schon klar. Ich sehe noch einen hier durch sind. Ja. Krass. Riech ich noch? Ja, ich riech nur nach Dingens. Sieben voll. Scheint nicht schon was Günstiges zu sein. Bin leider kein Fachmann für sowas, aber es gibt bestimmt ja Zuschauer, die sich gerne mal so ein Ding durchziehen. Ja. Ja, krass, ey. Das ist heftig. Das ist arschkalt hier drin. Weiß man was über den Hintergrund hier von der Dame her? Was war das hier? Oma. Mein Gott, ey, liegen wieder super viele Sachen rum. Fackeln im Sturm. Vor allem ist das total unberührt, Leute. Hier hat noch keiner rumgewühlt. Richtig interessant. Guck mal, die Uhr, die haben wir auch zu Hause. Die komische Dingens. Das ist aber keine Echtgolduhr, das ist so ein Plastikding. Aber die haben wir auch. Genau so eine. Komme ich gar nicht irgendwie eine Tür aufzumachen, weil ich einfach finde, das ist super schade, weil alles noch so top aussieht hier. Was haben wir denn hier? Ach, da kannst du die Hand reinstecken. Wo du die Hand reinstecken kannst. Ja, und dann kannst du jetzt. Nicht. Du kannst mit denen sprechen, oder was? Keine Ahnung. Dann kannst du nur die Hand reinstecken. Und dann? Hallo. Hier liegen Stofftiere rum, hier unten stehen Schafe. Hier sind Spielsachen sogar, guck mal in der Ecke. Jetzt nicht mehr die neuesten, das ist alles so Lego Duplo und etwas älter. Wahrscheinlich hatten die dann auch nochmal, weiß ich nicht, Enkelkinder oder sowas. Was ist mit der Truhe hier unten los? Die Eule bewacht das Ding, pass auf. Geht nicht. Doch, das geht auf jeden Fall. Bettlaken, teures Silbergeschirr, aber nichts Relevantes. Lebt hier ein Zauberer? Guck mal, ob ein Kaninchen drunter ist. Was ist das denn? Eine Lampe. Taschenlampe, der alte? Krass. Heftig. Heftig, ja. Hier wird schon mal ein bisschen was durch die Gegend geworfen. Hier liegen Klumpstreu für eine Katze, glaube ich. Gibt es sowas hier noch? Katzen? Ja. All days, Toilette. Ja. Das sind ein paar Binden. Da läuft neues Wasser. Jetzt geht das Licht ja auch noch. Den habe ich noch. Gibt's ja gar nicht. Wasser nicht abgestellt. Heftig. Vera Mont. Ich finde das immer total gruselig, so wenn du überlegst, du verstirbst und Leute rennen in deiner Wohnung rum und gucken sich das an. Guck mal, da hängt ein Kalender, von wann ist der? Donnerstag, 5. März. Ja, aber aus dem Jahr. Das ist spannend zu wissen. Muss da vorne draufstehen eigentlich. 2009. Krass, ey, seitdem ist das Ding hier verlassen. 2009, Leute, wir haben jetzt 2019. 10 Jahre. Guck mal, hier ist so ein Ding für einen Rollator, glaube ich, so ein Regenschirm, den du so dran klemmen kannst. Hier hast du ja ganz viele alte Stöcke. Oh, nee, naja, guck mal hier. Die Horrorpuppe. Aber dafür, dass das schon so lange leer steht, hat das irgendwie keiner auf dem Schirm, ne? Das Fenster ist auch schon seit längerem offen. Oh, das ist ja mein Bett. Das ist ja mein Kinderwagen. Das ist ja meine Kommode. Krass, ey. Ist das nicht dieser Kinderwagen von wie heißt der Film? Ghostbusters? Wo das Kind abgeholt wird von Vigo? Oben? Boah, krass, das Ding ist ja Asbach alt. Heftig, ey. Richtig cool, ja, definitiv. Lederbezogen, das Ding. Er ist ja schon 40 Jahre alt, das Ding. Noch älter. Meinst du? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht mit aus, weil das Ding sieht ein bisschen aus wie ein Sarg, würde ich fast sagen, weil der so viereckig gebaut ist und liegt sogar ein bisschen Stroh unten drin. War das ihr Schlafzimmer jetzt hier? Glaube ich, das sieht eher nach Kinderzimmer aus. Also ja, stimmt, würde ich jetzt auch sagen. Kinderzimmer, da hast du viele kleine Kindersachen, wobei du hast auch eine Tefal dabei, irgendwie passt da nicht zusammen, ne? Oxford Advanced Learners Directionary, Englisch-Deutsch, okay, die Person, die hier untergekommen ist, hat wahrscheinlich mal was studiert. Krass, ey, Leute, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn hier, das Ding. Vor allem diese alte Kommode, die man auch noch bewegen kann, eine Wiege, heftig. Da unten haben wir wieder so einen Chemiebaukasten, oder was ist das für ein Ding, Vulkane und Erdbeben. Mein Gott, ey, alles zurückgelassen. Ich sag, Leute, ich will hier gar nicht die Schubladen aufmachen, weil das sieht ja alles noch so perfekt aus. Ich will hier gar nicht durchwühlen, da war auf jeden Fall irgendwie ein gelben Brief drin da hinten. Ich habe da so ein bisschen Respekt vor. Okay, Toilette waren wir schon. Eine Küche habe ich noch nicht gesehen. Das ist die hier vorne. Und? Kühlschrank ist nichts drin. Riecht aber muffig hier. Ja, ein bisschen. Hier sind Nüsse auf dem Boden und der Boden ist hier sehr marode. Also es wirkt so, als hätte man hier ein bisschen Schimmelprobleme gehabt. Simba. Paar Töpfe. Halleluja. Da gehen wir in den
Keller hoch. Okay, wir haben jetzt ein Schlafzimmer oder ein Kinderzimmer. Wir haben einen Essbereich, wir haben ein Badezimmer und jetzt geht's nach oben. Hier wird's direkt wärmer. Oh ja, ich merk's. Boah, hier ist die Zeit stehen geblieben. Boah, ein Keyboard, ein altes. Mickey Keyboard, boah, ultra eng hier, ne, alles. Der alte Fernseher hier. Aber hier ist echt die Zeit stehen geblieben, die alten Gardinen. Die ist komplett stehen geblieben hier. Wieder so ein Kinderwagen hier, so ein Todeskinderwagen. Ja, früher waren die Leute kleiner, ne? Guck mal, wie der gefedert ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da sind einfach so Dingenslaschen dran. Und dann fährst du damit so. Geil, ey. Da haben die sich schon früher was bei gedacht, ne? Das fasziniert mich. Das ist irgendwie gruselig, aber irgendwie ist das faszinierend, dass es sowas noch gibt. Und kaputt. Da haben wir wieder so eine Horrorglotze. Renault 4. Bedienungsanleitung. Renault 4? Wie sieht denn der aus? Das ist ein uralt Renault. Okay. So ein Kleinwagen. Den kenne ich ja gar nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Der ist ja wirklich uralt. Größte Länge 3,6 Meter. Extra angestrichen hier, guck mal. Damit du Bescheid weißt. Damit du Bescheid weißt. Ganz viele Hüte drin. Die Dame hat es dir, oder der Herr? Naja, okay. Dann haben wir so eine Abstellkammer. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Was sind die Schränke extra gekürzt für die Höhe hier? Guck dir mal an, das passt hier gerade eben rein, das Ding. Da oben liegt da irgendwie was drauf. So ein Ding musst du eigentlich mal nachts besuchen. Nach 0 Uhr, was meinst du, was dann hier los ist? Irgendwo ein paar Puppen hinstellen. Und die Geister hier aus den Löchern. Wieder hier so Klamotten. Okay, was ist hier? Schlafzimmer dann wahrscheinlich. Ja, Einzelbett. Na guck mal, da hat schon mal einer einen reingetreten da hinten. Gott, ey. Heftig, ey. Wirklich. 10 Jahre zu. 10 Jahre ausgezogen, seit 10 Jahren leer. Heftig, einfach. Jetzt wird im Kühlbereich. Ich habe jetzt aber immer noch kein Schlafzimmer. War das einzige Schlafzimmer da oben, oder was? Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Ja. Ach, echt? Der Fritzelkeller. Jetzt neu. Und nur bei uns. Toilette direkt neben der Spülmaschine. Ist das gut? Oder ist das gut? Ey, so eine Höllendusche hier. Oh, guck dir das mal an. Krass, Alter. Badewanne im Sitzen oder was? Guck mal. Ultra kurz. Und dann mit Duschkopf. Hier hast du noch alte Socken hängen. Hier hast du den Todesboiler noch mit dem schwarzen Ding da drauf. Der geht natürlich auch. Nee, ich drück den nicht. Lass den einfach. Ich finde das gruselig, das Ding. Saturn Elektromarkt. Oh, guck mal. Der Männer Hobbykeller. Standbaumaschine. Selbstgebaute Standbaumaschine. Da kriegst du ja so ein Setup da. Zweimal Rasenmäher. Heftig, ey. Ganz viele Einmachgläser. Muss man hier einen durchziehen. Weißt du, hier ist ein selbstgebrannten Wein noch? Da hinten ist ein selbstgebrannter, sehe ich schon da hinten. Mhm. Oh, der ist selbstgebrannt. Da liegen nur die Dinger. Die riecht ja immer noch an die Wehe. Mhm. Jo. Ja, hab gerne mal ein bisschen Alkohol getrunken und gerne auch mal selber was eingelegt. Guck mal, da drüben ist auch noch mal irgendwie was drin. Was ist das denn? Sieht ekelhaft gut aus. Fest, ey. Boah, wieso leg ich mal das überhaupt ein? Was hat ich glaube, du musst dann hochheben. Du kannst selber einlegen, da brauchst du nicht kaufen. Boah, kriegst du nicht mehr auf, das Ding. Das explodiert gleich, wenn er hoch. Bam! Hier hast du auch. Guck mal, Kirschen. Kirschlikör, Todeskirschlikör ist da drin. Oh Mann, raus da. Nee, lass mal schön da drin, Digga, sind ganz geschickt hier. Ja, spannend, ey. Spannend. Da ist noch ein Badezimmer. Damit habe ich jetzt nicht. Ein bisschen neuer aussieht. Ja, hier eine Badewanne. Das sieht wirklich neu aus, ne? Das ist, glaube ich, das letzte, was mal abgedatet wurde. Riesenschüssel. Atta Pulverreiniger. It's Marvin. Okay. Boah, wie groß ist denn der Keller? So groß wie die Wohnung oder gar nicht? Nochmal hier so eine Werkstatt oder was? Tatsächlich. Guck mal, das, auf so ein Ständerding, das schwebt da. Krass. Schlüssel ganz viele hier, guck mal. Ja, und Badmintonschläger. Und nochmal ein Rasenmäher. Das heißt, die haben 3 Rasenmäher für ein Grundstück. Das gibt einen spannenden Tag. Workwheel Black & Decker, boah, das ist aber auch oldschool. Dieses Grün noch hier, dieses Türkisgrün. Da
Das hat man heute auch nicht mehr, ne? Ach du Scheiße. Auch wieder so Spaßgläser da hinten drin, ganz viele. Da hinten steht noch eine Holzkiste. Hier steht noch mal so ein Gardena-Ding. Hey, muss man sagen, ey. Ist spannend, das Ding. Hier waren wir jetzt gerade. Das ist ja das reine Wohnzimmer. Aber ein Schlafzimmer für zwei Personen gibt es jetzt gar nicht. Boah, guckt es euch noch mal an hier. Ist das Wahnsinn? 10 für 16. Heftig. Heftig. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch mit diesem kleinen, etwas kürzeren Video. Also ihr habt gesehen, es ist ein relativ kleines Haus. Der Keller war gefühlt jetzt größer als dieses gesamte Haus hier oben. Aber es ist spannend, wenn man überlegt, dass seit 10 Jahren hier die Zeit stillsteht. Ne? Dass seit 10 Jahren hier keiner mehr drin war in diesem Ding. Steht immer noch alles genauso wie vorher. Krass. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie immer unten in die Kommentare. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Hellsehen auch im Dunkeln oder ein bisschen RTW und Blaulicht kommt. Also bis bald.